Heute Ihr Gast, meine Damen und Herren, liebe Freunde, MTV Select, jeden Tag von 14 bis 16 Uhr. Außerdem die Außenreporterin bei Wetten, das. Herzlich willkommen, Anastasia! Neue Frisur oder Perücke? The magic of extensions. Nein. Yes. Ist das wirklich wahr? Baby, yes. Sind das Extensions? Nein, das ist eine Perücke. Of course, nein. Das sind deine Haare mit Pony geschnitten und Extensions. Nein. Man kann doch nicht deine Beauty-Tipps hier rausgeben. Ich könnte mir jetzt auch hier die Dinger rausholen, die ich da drin stecken habe. Das geht ja nicht. Also du weißt schon, was ich meine. Ich weiß schon, was du meinst. Ja. Du bist frisch verliebt. Ich bin frisch verliebt, ja. Deswegen ist mir eigentlich auch egal, ob Perücke oder falsche Titis. Wirklich, du schwebst auf Wolke 7. Ja? Ja. Hat es so richtig eingeschlagen? Ja, nachdem ich ja beim letzten Mal hier erzählt habe, dass ich keinen finde, ja, habe ich erstmal am nächsten Tag irgendwie 350 Mails bekommen von Männern. Ja. Nur von Männern. Ja. Teilweise mit Fotos oben ohne. Mhm. Fand ich sehr interessant. Aber ich finde das ja total unromantisch. So auf eine Anzeige, also ne, Anzeige oder Mails, nee. Und dann musste ich jetzt im Dezember nach Australien und habe mich in einen Australier verliebt. Wirklich Türsteher? Er ist Türsteher, ja. Wo in Australien war das? In Sydney, im Tank Club. So heißt die Disco. Ja, und ich kam da halt an und interviewte, war gerade fertig und dann haben wir noch die Abschlussmoderation draußen gemacht, wo er stand an der Tür. Und dann fragte ich ihn so halt on air direkt, what do you do for a living? Und er guckt mich so an, I'm a doorman. Und ich so, oh, sorry, sorry. Er macht das wirklich hauptberuflich. Er steht an der Tür. Und wie sieht er aus? Oh, er ist Surfer so nebenbei. Surfer, also das heißt schon sehr sportlich. Ja, er ist groß, schlank, er wird 24. Ist er nicht schon ein bisschen alt für dich? Schon eigentlich, ja. Aber mein Gott, ich werde ja auch älter. Ja. Hat so zottlige Haare. Blond? Blond gefärbt und drunter so schwarz der Ansatz. Und so ein Lächeln, wirklich. So ein schönes... Womit hat er dich gekriegt? Also als wir fertig gedreht haben, ich habe ja schon mitgekriegt, dass er süß ist. Aber ich war ja so ein Zombie wegen Jetlag und so, ne? Ja. Und dann saß ich auf der Bordsteinkante draußen, wartete auf mein Team und dann stellte er vor meine Füße eine Flasche stilles Wasser. Ach, er ist so ein Kümmerer. Ich würde das aufmerksam nennen. So ein Antrag mit Body. Drauf. Ich weiß es. Aufmerksame Männer? Absolut, absolut. Männer, und ich sage das immer den jungen Männern, Männer glauben immer, Frauen stehen auf sozusagen Muckis und Bodies irgendwo auch, aber in erster Linie ist es wirklich Gitarre spielen während der Menstruation und einfach sich auch, dieses Geschwurbel anhören, also sagen können, was in einem vorgeht. Du meinst Gefühle? Gefühle mitteilen können. Ja, das stimmt. Das kannst du doch bestimmt auch gut. Ich bin da sehr gut, aber ich bin da untypisch, weil ich war da schon so, als alle anderen noch immer ins Fitnessstudio gerannt sind. Also, ich verstehe. Ja. Und wie heißt er? Adam. Adam. Passt doch, ne? Ich bin seine Eva. Ja. Ja. Und das heißt, wie lange konntet ihr euch dann sehen in Australien? Also wir hatten dann ganze 2 Tage. Oh, das ist aber wenig, gerade wenn man so frisch verliebt ist, ja, aber oder? Er kommt ja auch. Wirklich? Ja, aber er hat ja mein Herz dann noch am nächsten Tag erobert. Also das Wasser, das war schon mal Wahnsinn. Da habe ich ihm meine Nummer gegeben und ich gebe echt nicht jedem meine Nummer. Ja. Ne? Ja. Die habe ich dir auch noch nicht gegeben. Aber ich bin zu alt für dich, weißt du? Das stimmt allerdings, ja. Aber das stört doch nicht wirklich, oder? Doch. Ich hätte mich Hemmungen dann sozusagen... vor dir auszuziehen, weil ich dann natürlich unter so einem Surferdruck stehe. Ne? Ich verstehe. Das Einzige wäre, wenn du dich einfach umdrehst und ich kann die Klamotten anbehalten. Okay, gut. Alles klar, jetzt kennen wir deine Lieblingsstellung. Okay, wo waren wir? Bei Adam, nein. Nein, also er kam dann, du hast ihm seine Nummer gegeben, im Hotel? Nein, nach dem Wasser habe ich ihm meine Nummer gegeben und das Handy geht ja auch in Australien. Und dann hatten wir ein Date am nächsten Tag. Ja. Und wenn ich jemals, nun ja, da hat er mich halt abgeholt. Ja. Ja. Und wenn ich jemals heiraten sollte, dann einen Physiotherapeuten. Man spricht schon von Heirat nach zweimal.
Er ist ja jetzt keiner, aber er hat mir die Füße massiert. Und hast du schon mal eine Fußreflexzonenmassage bekommen? Nein, ich höre nur immer. Du bist ja da auch so begeistert davon, oder? Ich bin absoluter Fan und er kann das so gut. Wirklich? Wirklich, ja. Ich weiß nicht, habt ihr das mal probiert? Also der ganze Körper entspannt, obwohl nur die Füße bearbeitet werden. Es ist unfassbar. Und jede Stelle auf der Fußsohle entspricht einem Organ im Körper? Richtig. Ist das so? Ja. Das heißt, wo spürt man das? Im Magen, in der Leber? Alles Mögliche. Also die Innenseite von Fuß hier, wo es ganz weich ist, das ist der Rücken. Ja. Der große Zeh ist der Kopf. Wenn du Kopfschmerzen hast, musst du ein bisschen rumfummeln. Ja gut, man muss schon wissen, wo da was sitzt, oder? Man kann ja einfach runter. Ja, aber er wusste es. Also das saß so richtig so, ne? Man sucht vorher so die Stelle, man visiert sie an und dann fixiert man den Druck. Damit. Du glaubst mir nicht, ne? Doch, ich glaube dir das. Aber nein. Also da bin ich hundertprozentig davon überzeugt. Aber ich denke, und er kann es wirklich, ja? Er kann es wirklich, ja. Und jetzt kommt er Sonntag. In Berlin, dich besuchen. Nach Berlin, ja. Also er hatte eigentlich vor, 6 Monate nach Thailand zu gehen, weil Dorman kann man ja überall sein, ne? Ja. Und dann habe ich irgendwie so nur im Scherz geschrieben, wir mailen halt jeden Tag, komm doch vorher nach Berlin vorbei. Ich zahle das Ticket. Ach, du lässt ihn ein? Das gefällt mir wieder. Das sind die modernen Frauen. Das sind aber wirklich die modernen Frauen, die den Stecher einfliegen lassen, oder? Ja, das muss man doch mal sagen, oder? Wirklich? Da hat sich was getan. Da hat sich doch was getan. In meiner Zeit immer Kerzen, Essen gehen, stundenlange unterhalten. Heutzutage heißt es, ich schicke dir das Ticket. Aber hast du nicht Angst? Ich meine, der scheint ja doch so ein Womanizer zu sein, oder? Ich meine, Türsteher in. Nee. Ich glaube, der ist treu. Ich hoffe es. Ich werde es sehen. Ne? Nicht, dass es so geht wie Heidi Klum. Nein. Achso, mit Kiddies, ja? Ja, das ist dann irgendwie. Obwohl, diesen Kiddies finde ich auch geil, muss ich sagen, oder? Für sein Alter, ich muss sagen, ein Mann über 40, der so einen geilen Body hat, kommt nicht oft vor. Er hat auch irgendwie so was Animalisches. Ich habe jetzt so ein paar Konzertausschnitte gesehen und so, wie er da mit seinem australischen Höschen da steht. Und, er ist ja auch Grieche, ne? Er ist Grieche, du auch. Ja, hast du den Film gesehen, My Big Fat Greek Beleidigung? Beleidigung? Hast du gesehen, My Big Fat Greek Wedding? Ja, und ich konnte es nicht so nachvollziehen. Also ich kenne das so nicht so. Ja. Außer das mit dem Essen. Wenn die Mutter fragt. Genau. Ja. Mein Ex-Freund, hast du Hunger? Nein. Okay, ich bring dir was. Ja. Oder ich bin Vegetarier, macht nichts, ich bring dir Lamm. Ja. Also das kenne ich, aber alles andere fand ich doch recht übertrieben. Bisschen sehr klischeehaft. Aber ich werde Adam jetzt meinen Eltern nicht vorstellen. Nein, erst mal warten. Ja. Nicht dieses Übereilte. Aber was geil war, ich wurde entjungfert in Sachen Phone-Sex. Ach was. Hast du schon mal Phone-Sex gehabt? Nein. Ich auch nicht vorher. Und dann meinte er so, nee, lass uns mal probieren, das macht Spaß. Ja. Und dann meinte ich so, ja, wie geht's jetzt los? Und er meinte so, ich stell dir Fragen und du antwortest einfach. Und dann fragte er so, wo sind deine Hände gerade? Und ich so, scheiße, was ist jetzt die richtige Antwort? Ich wusste es ja nicht, was turnt ihn an? Und dann meinte ich so auf der Decke, ich war halt ehrlich. Und dann meinte er so, ah ja, okay, next question. What are you wearing? Was hast du an? Ja. Und ich so, scheiße, sag jetzt nicht die Wahrheit. Was hatte ich wohl an? Ich hatte 3 Kleidungsstücke an. Das meinst du, Phone Sex? Ja. Ja, das, in meiner Zeit hieß das Mindfucking. Aha, am Telefon? Ja. Das ist aber ja etwas, das, ich hatte das mal also früher mit einem Lehrer von mir auf dem Gymnasium. Okay, alles klar. Und das Problem ist, das funktioniert nur mit Leuten, die wirklich sich dazu bekennen. Das ist quälend mit Leuten, die es nur machen, weil sie glauben, es wäre schick. Ja, und ich musste die ganze Zeit kichern und lachen. Ja, das danach. Ist nicht, das ist das fürchterlich. Das hat nicht funktioniert. Ja. Man muss schon eine richtige, wirkliche Drecksau sein. Das bin ich nicht. Ich hatte Socken an, deswegen ging eh nicht. Das hat dir keinen Spaß gemacht? Nee, ich hatte zwar nur Socken an, aber ging trotzdem nicht. Ja, das ist aber doch mehr so die Abteilung Wasserflasche und kümmern. Und jetzt kommt er, wie lange bleibt er? Solange ich ihn aushalte. Ach so, das ist gar nicht. Open End. Ach, danach halt nach Thailand. Also dann gehst du mit nach Thailand? Nein. 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 Anastasia, das hat ja wieder mal ein neues Universum geöffnet. Ja? Ich erzähle beim nächsten Mal, wie es gelaufen ist. Ich drücke dir sehr die Daumen. Das scheint ja doch ein bisschen sich nach was Festerem anzuhören. Also welcher Mann fliegt schon so weit nur für eine Frau? Also
Ja, viele deutsche Männer in umgekehrter Richtung. Aber hier ist was anderes. Halt es auf dem Laufenden. Aber es sieht sehr glücklich aus. Also scheint hier gut zu sein. Anastasia, meine Damen und Herren, danke, gute Nacht.